Jetzt sind wir immer noch auf der Insel in einem Privatgarten. Und ich freue mich, dass uns Manfred Seidel die Ehre gibt, auch ein neues Mitglied im Obst- und Gartenbauverein. Mit seinen wie viel Hektar, Manfred? 170. 170, einer Hausnummer. Seine Familie, er hat gesagt nach der Wende, ich weiß genug über Obstbau und kann mich auch in der Marktwirtschaft behaupten. Und bitteschön. Ja, wir stehen hier vor einem dreijährigen Pflaumenbaum, der jetzt noch einen Erziehungsschnitt bekommen muss. Also er wird also jetzt schon tragen, aber die richtige Ertragsphase wird also in 2 Jahren erreicht sein. Wir müssen hier sehen, dass unter dem Baum noch Gemüse angebaut wird, so dass wir eine gewisse Bodenfreiheit dem Baum geben. Das ist hier gegeben. Und wir müssen versuchen, wie bei den anderen Ausführungen meiner Vorgänger, dass wir den Stamm so frei halten, dass gut das Licht reinkommen kann, so dass immer wieder Jungtriebe am Mittelstamm sich entwickeln und so ein vernünftiger Aufbau des Baumes erfolgt und dass man nicht die Ertragszone in 3 Meter Höhe hat, sondern dass man viele Früchte direkt vom Boden aus ernten kann. Vom Haus aus sind mir diese Triebe alle etwas zu steil. Dieser Winkel zwischen dem Stamm und dem Ast, der ist im Prinzip zu steil gewählt. Die Äste müssten eigentlich weiter, also der Winkel müsste größer sein, so dass hier am Stamm sich junge Äste bilden können. Ja? Umso größer die wären, umso stärker, umso weniger haben wir am Mittelstand. So, ich würde also hier nochmal eingreifen in das Wachstum und würde diesen Ast bis hier zurücknehmen. So dass, und immer auf Auslage schneiden, so dass der Ast nach außen wächst und in einem, sagen wir mal, wie so einen rechten Winkel, so dass hier die Stammfreiheit erhalten wird. Hier ist das ebenfalls so, würde ich hier aufnehmen. Hier war Mehltau in diesem Ast, der ist sowieso krank. So, und so würde ich den kompletten Baum korrigieren, so dass also es in die Äste mehr in die Waagerechte kommt und diese Überbauung zurückgenommen wird. Hier gehen wir auf diesen Ast zurück. Wenn ich jetzt hier schneide, muss ich versuchen, ein Auge zu finden, was nach außen wegwächst. So. Dann nehme ich das ebenfalls zurück. Diesen Ast nehme ich ganz raus. Diesen auch, diesen kurzen. So, hier nehme ich einen zurück und hier diesen Ast nehme ich auch auf diesen zurück. So, jetzt müssen wir hier in der Mitte korrigieren. Das ist also schon mal geschnitten gewesen. Das geht nicht. So, und hier oben müsste nur ein Trieb bleiben. Ja. Das ist der Konkurrenztrieb. So. Von der Sache können wir uns so lassen. Mich stört vielleicht noch ein bisschen diese 2 Äste. Ja? Also der ist eigentlich ideal gewachsen. Entweder ich nehme ihn doch noch weiter zurück jetzt bis hier, so dass er später mal hier nochmal in Verzweigung bringt. Ansonsten ist dieser Ast wesentlich günstiger, er ist also schwächer vom Wuchs. Und
Ja, das wäre also für diesen Baum. Sie sehen, wir haben ungefähr die Hälfte abgeschnitten, aber das liegt an Fehlern, die im Vorjahr gemacht worden sind. Ja, also die hätten im Vorjahr hier schon, also der auch, schon weiter zurückgenommen werden müssen, so dass sie also als Auslage wachsen. Gut.